Probleme mit der Wasserversorgung gegeben hat es bei einem Feuerwehreinsatz in Hürm im Bezirk Melk. Eine Strohhalle war in Brand geraten. Sie zu löschen hat stundenlang gedauert. Großtank-Löschfahrzeuge und ein mit Wasser befüllter Milchtransporter mussten angefordert werden. Meterhohe Flammen schlagen den Feuerwehrleuten entgegen. Das Feuer in der Strohhalle in Hürm ist von Weitem sichtbar, sogar von der Westautobahn aus. Zeitweise sind bis zu 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Trotzdem brennt die 1000 Quadratmeter große Halle bis auf die Grundmauern nieder. Nur einen Traktor samt Anhänger können die Einsatzkräfte aus dem Gefahrenbereich bringen. Verletzt wird bei dem Großbrand niemand. Die Ermittler des Landeskriminalamtes können erst morgen ihre Arbeit aufnehmen. Frühestens in 1 bis 2 Tagen soll dann die Brandursache feststehen.